Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer. Ich möchte jetzt nicht der intellektuellen Versuchung erliegen, Ihnen zu erläutern, was man in Piratenfachkreisen einen Trollantrag nennt. Ein solcher Antrag ist das nämlich, ein Antrag, der bei Licht betrachtet zu Stein erstarrt, um dann zu zerbröseln, damit er niemand mehr im Weg herumsteht. Herr Zimkeit hat schon darauf hingewiesen, es ist von den Positionen her eigentlich ein heilloses Durcheinander in dem Antrag. Man kann den nicht so richtig schlecht finden, man kann den aber auch nicht richtig gut finden, weswegen ich meiner unserer Fraktion dringend anrate, sich dazu gar nicht zu verhalten, und da gibt es eben nur die Enthaltung. Es hat mehrere Gründe. Grundsätzlich für unterstützungswert halten wir eine bessere finanzielle Ausstattung unserer Hochschulen und Schulen. Der Antrag hat aber auch leider so ein bisschen den Geist der Selbstbeweihräucherung der Union. Aber darüber schauen wir in der Sache mal hinweg, denn das gehört ja auch ab und zu hier zur politischen Prosa. Seit über einem Jahr weisen wir darauf hin, dass die Schulsozialarbeit in diesem Land gesichert und ausgebaut werden muss. Die Landesregierung, SPD und Grün geführt und die CDU führen hier allerdings so ein Kasperletheater auf, das nicht sachorientiert ist, nicht wirklich, und schon gar nicht Eltern, Kindern, Lehrkräften und Kommunen hilft. Wenn jetzt also die CDU die BAföG-Millionen in die Schulsozialarbeit stecken möchte, könnte man sagen, das sei ein richtiger Schritt. Im Endeffekt ist es allerdings völlig egal, aus welchen Töpfen die Schulsozialarbeiterstellen bezahlt werden. Hauptsache, sie werden bezahlt. Ob es nun eine sozialpolitische oder eine schulpolitische Aufgabe ist, ist dabei auch nebensächlich. Und ich hoffe, da die Union diese Zweckverwendung für sinnvoll erachtet, auf Unterstützung zu einem von uns sauber gestellten Haushaltsänderungsantrag im nächsten Plenum. Gehen wir mal über zu den Hochschulen. Ja, es war längst überfällig, dass es eine Erhöhung des BAföG gibt. Und es war überfällig, dass es zu einer neuen Lastenverteilung zwischen Bund und Land kommt. Und es war überfällig, das BAföG den Lebensrealitäten anzupassen und höhere Freibeträge bei der Berechnung einzurichten. Alles schön und gut. Wenn man allerdings sonst auf die Maßnahmen von Frau Ministerin Wanka sieht, dann kann einem ehrlich gesagt nur Angst und Bange werden. Spitzenforschung ist wichtig und natürlich sollte das auch staatlich unterstützt werden. Hochschulpakte sind auch ein schönes Element, um die Unterfinanzierung der öffentlichen Hochschulen zu kaschieren. Aber das Grundproblem der auskömmlichen Grundfinanzierung gehen Sie auch nicht an. Das tut auch nicht die Landesregierung. Fürs Protokoll. Also gibt es auch keinen Grund für die Union, sich hier als so eine Form von Wohltäter abzufeiern, indem man so einen Vorschlag unterbreitet. Wir weisen seit 2 Jahren darauf hin, dass der Finanzierungsbedarf an den hiesigen Hochschulen auf 800 Millionen taxiert wird, und zwar von der Rektorenkonferenz. Da wird Potenzial verschenkt und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Hochschulen sind die eigentlich Leidtragenden, da sie weiterhin mit Befristungen und prekären Beschäftigungsverhältnissen abgespeist werden. Die CDU fordert in ihrem Antrag, dass die frei werdenden BAföG-Millionen in die Verbesserung der Qualität der Lehre gesteckt werden sollen. Das ist richtig. Deswegen freuen wir uns nochmal auch in diesem Fall auf Ihre Unterstützung bei einem Haushaltsänderungsantrag. Wir wollen die Qualitätsverbesserungsmittel deutlich aufstocken und damit den Hochschulen neue Spielräume geben, Personal langfristig anzustellen und damit den Studierenden eine deutliche Qualitätsverbesserung zu gewähren. Aber auch hier gilt, egal aus welchen Töpfen die Mittel kommen, sie sind zu investieren, ob jetzt die BAföG-Mittel dafür herhalten oder nicht. Ich rate zur Enthaltung. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Paul.